Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Eternal Darkness. Und nein, ich habe nicht irgendwelche Leute draußen oder über mir, die hier rumlaufen. Das ist im Spiel ein Geist, der mit uns im Raum ist und auf dem Fußboden läuft. Ich wollte euch ja mal, abgesehen von den blutenden Wänden, wollte ich euch natürlich zeigen, auf was ich meinte mit dem Pillar of Flesh vorhin. Und zwar dieses Gemälde hier, die barbarische Zeichnung einer Säule aus einzementierten menschlichen Körpern. Das ist das, auf was das Ganze angespielt hat. Haben wir ja schon gesehen, ganz am Anfang. Und, Spoiler Alert, das wird auch noch ein Kapitel sein. Aber jetzt lesen wir erstmal das Kapitel. Das lauernde Grauen. I will not argue that I was shocked by the sudden mention of one of my ancestors, the distinguished Dr. Maximilian Roivas. It chilled me to my bones. Where had this ancient book come from? How had my ancestor stumbled upon it? I feverishly began to read more, eager to learn his story. It seems that Maximilian had inherited his father's mansion, just as I had. Alone since the death of his wife, and since his children had their own adult lives, he explored the house to discover his family roots. It has been 2 weeks since the death of my father, and it has finally come to me to look over the mansion. Now, I am truly alone, and forced to start a new life here in Rhode Island. I intend to make the mansion mine and live in it as my forefathers have, to continue the family tradition. The mansion has its secrets, I'm sure. My time here, I have to make them mine. Und da sind wir wieder. Die Leute im Stream mögen sich vielleicht gewundert haben, ob der Geräusche, die ihr nicht gehört habt auf YouTube. Ich mache für die Aufnahme das Mikro stumm, aber nicht für den Stream. Da bin ich zu voll, zu in beiden Instanzen hin und her zu schalten. So. Dann schauen wir doch mal. Wir sind also der Urgroßvater oder sogar noch früher von Alex Roivas. Und unser Vater ist gerade gestorben und wir wollen in dem Haus leben. Irgendwie erinnert mich die Situation ein bisschen an Alex Roivas selbst. Ne? Ihr Großvater ist gestorben und sie, naja, sie lebt jetzt in dem Haus, um den Mord aufzuklären. Naja, ich würde sagen, wir trinken erstmal einen Schluck alle zusammen. Flüssigkeit ist wichtig, immer schön trinken. Hier ist was zum Nehmen. Steinschloss-Pistolen-Munition. Ich muss ehrlich sagen, das ist eine extrem scheiß Waffe, die braucht tagelang, bis sie nachlädt. Ich hoffe, dass wir sie nicht verwenden müssen. Untersuchen. Der Schreibtisch ist übersät mit Notizen und Verfügungen. Die meisten Sachen haben mit den Angelegenheiten des Roivas-Anwesens zu tun. Wir haben nochmal ein Bild. Das ist, den Raum dürften wir kennen. In dem müssten wir mit Alex auch schon gewesen sein. Eine kleine Sammlung der medizinischen Aufzeichnungen, Referenzen und Berichte von Maximilian. Dann gehen wir noch mal hier raus. So, wir sind hier oben in diesem Bereich. Und wir gehen erstmal hier ganz normal weiter. Hier ist eine Truhe, die wir nicht benutzen können, und ein Bediensteter, mit dem wir reden können. Der ist aber beschäftigt. Hier sehen wir wieder die drei Kerzen, die wir schon kennen. Hier hinten gibt es nochmal Steinschloss-Pistolen-Munition. Der Abort. Eine hochmoderne Toilette im Inneren des Hauses. Poliertes Teakholz und Mahagonifurnier. So etwas muss man mal gesehen und erfahren haben. Ja.
Hier kann man sein Geschäft im Warmen verrichten und danach direkt ein entspannendes Bad nehmen. Alles sauber gehalten von den Bediensteten des Hauses. So, dann schauen wir mal hier. Das ist wieder eins von diesen komischen Wirbelbildern. Und hier die Tür. Die Tür, erinnert ihr euch, die Tür ist im Heute-Haus nicht da. Da ist dieses komische Änderung in der Tapete. Die Tür zum Zimmer der Bediensteten ist fest verschlossen. Trotzdem beschleicht Maximilian ein ungutes Gefühl. Er spürt, dass eine unheilvolle Präsenz hinter der Tür lauert und seine Nackenhaare sich sträuben. Und hier hinten ist das Fenster mit der Frau. Ein Buntglasfenster in strahlend schönen Farben und Zeichen meisterhafter Handwerkskunst. Aber etwas an ihm ist merkwürdig. Vielleicht sind es die eigenartigen Details in seiner Form und seinem Motiv. Ja. Die Sonne sieht ein bisschen aus wie ein Auge. Und das Fenster sieht anders aus als in der Gegenwart. Nun gut, die Tür rechts ja auch. Gucken wir mal weiter. Gut, ich hätte jetzt hier auch noch das Bild hier untersuchen können. Da sieht man aber wieder dieses Nebelseebild. Das kennen wir auch schon. So, deswegen. Da sieht man wieder irgendein. Das Körnig-Porträt eines Mannes mit herrischem Gesichtsausdruck. Die Ausstrahlung dieses Mannes ist alles andere als beruhigend auf Maximilian. Und Maximilian fragt sich, ob dieser dominante Wesenszug bei seinen Vorfahren weit verbreitet gewesen ist. Hier haben wir die Tic-Tac-Uhr, die unten steht in der Gegenwart. Hier ist nicht die Büste, die uns hinterher guckt, dafür ein Buch. Steinschloss, Pistolen, Munition, die hatte ich nicht gesehen. Ich dachte eigentlich, dieses Buch, das leuchtet etwas heller. Und da hört auch die Musik schon auf. Und das Standardklopfen kommt zurück. So. Schauen wir mal, hier haben wir das Haus. Untersuchen. Auf dem Nachttisch liegt ein geöffneter Brief. Da sind wir doch neugierig. Brief Nummer 1. Ein Brief mit ausgefeilten Worten und Schönschrift geschrieben. Mein Freund. Bei der Antiquität, nach der du dich erkundigt hast, handelt es sich tatsächlich um das Tome of Eternal Darkness. Oder eine Kopie davon. Aber mir geht es so wie vielen Gelehrten vor mir. Ich bin nicht in der Lage, das Buch zu lesen. So bleiben mir seine Geheimnisse verschlossen. Ich bin mir aber sicher, in den falschen Händen wäre es eine furchtbare Waffe. Doch im Schutze dieses uneinnehmbaren Anwesens ist es sicher aufgehoben. Versuche den Inhalt zu entschlüsseln, aber hüte dich vor seiner Magie. Sie ist eine grausame Lehrerin. Aaron Rivers. Schauen wir mal weiter. Das hier ist die Kommode, die wir noch nicht aufmachen können. Und hier sehen wir wieder dieses groteske Bild und einen weiteren Bediensteten. Der Bedienstete murmelt etwas in sein Bart, nicht ahnend, dass Max sich in seiner Nähe befindet. Er scheint verzweifelt über sein Schicksal zu sein, das ihm ein Leben voller Arbeit beschert. Und hier haben wir eine Rune, die können wir mitnehmen. Das ist die Red Gormor Rune. Am Kaminsims befindet sich eine Steintafel, auf der ein seltsames Piktogramm eingraviert ist. Vermutlich käme eine Interpretation zu keinem angenehmen Schluss. Das ist natürlich... Also nicht die Rune, sondern die Erklärung derselben, der magische Kodex. So, dann gehen wir mal hier raus. Hier ist tatsächlich nochmal ein kleines Klo. Der Spiegel reflektiert das düstere Bild eines fragenden Maximilians. Sein Gesicht zeigt deutliche Spuren durchwachter Nächte. Seine Augen haben den Ausdruck eines immer seltsamer werdenden Mannes. Und hier ist wieder etwas Munition. Also man muss bei der Munition bedenken, wir haben einen Schuss und dann müssen wir wegrennen. So. Ich wollte mal gucken, dafür haben wir recht viel Lebensenergie. Ja? Der ist, der ist auch gut im Futter. Dann schauen wir mal weiter.
Einmal hier die Tür nach unten. Nachdem er Maximilian höflich begrüßt hat, kehrt der Bedienstete zu seinen Aufgaben zurück. Na gut, dann gehen wir mal durch die Tür. Da ist nichts. Schauen wir mal hier weiter. Hier ist wieder ein Bediensteter. Der Bedienstete erkundigt sich nach Maximilians Wünschen. Es ist natürlich jetzt viel mehr Licht in der Szene. Und daher sehen wir hier auch das hier viel besser. Unter dem Bild ist eine Inschrift zu lesen. Breitet Dunkelheit ihre Flügel vor dem größten Widersacher meines Meisters Xelotath aus, so wird der Pfad der Wahrheit sich öffnen. Und jetzt können wir diesen Raben verschieben. Nun, ich gehe nochmal raus und dann sehen wir oben das Bild. Und oben sehen wir jetzt, und das ist der relevante Hinweis, oben sehen wir jetzt, in der Mitte ist das Lilane, das ist Mentorok, das haben wir schon rausgekriegt. Dann haben wir Xelotath mit einem Pfeil auf Blau und von Blau ein Pfeil auf Rot und von Rot wieder ein Pfeil auf Grün. Und das ist quasi das Schnick-Schnack-Schnuck-Prinzip, das Stere-Stein-Papier-Prinzip, wie die drei sich schlagen. Und der Gott der Toten ist in der Mitte. Das bedeutet, der größte Widersacher von Xelotath ist natürlich Chaturga. Wir schieben also einfach den Raben vor. Und die Geheimtür geht auf. Und hier haben wir ein Bild. Das ist natürlich ein anderes Bild als da bei Alex hängt. Jetzt hatte ich eben selber einen Hänger im Kopf. Dies scheint ein Wachsabdruck eines geschnitzten Musters zu sein. In der Mitte befindet sich ein merkwürdiges, lineares Design. Ein Symbol für etwas? Ja, wir wissen ja schon, dass das ein Symbol für etwas ist. Oh, okay, jetzt können wir nur in das Schild reinzoomen. Ich möchte aber die Knarre nehmen. Dankeschön. Eine alte Steinschlosspistole liegt auf einem Board, welches an der Wand befestigt ist. Mit, jetzt haben wir schon zwei. Damit können wir auch zweimal schießen, bevor wir nachladen müssen. Das ist schon mal gut. Weil, wie gesagt, Nachladen bei Steinschusspistole dauert ewig. Das Bild dieser Kathedrale wirkt wie ein Scherenschnitt vor grellem Licht. Das kennen wir schon. Das ist die Kathedrale, die auch Alex an dieser Stelle sieht. Aber hier sind viele Dinge noch nicht da. Hier haben wir ein Schild mit gekreuzten Schwertern und ein Schwert. Und das ist das Besondere, ein mit Ornamenten überzogener Säbel. Und was liegt denn hier? Und ja, natürlich weiß ich, dass der Tome of Eternal Darkness in der Mitte liegt. Nur wir wissen ja eigentlich immer, der triggert, dass es weitergeht. Von daher gucken wir erstmal hier weiter. Ein Zauberspruch. Und den Spruch erkennen. Gucken wir uns den mal an. Ich bin gerade zu doof. Wir haben den Turm noch nicht, deswegen fehlt die Magie-Seite. Jetzt müssen wir also den Turm an uns nehmen. Inmitten der Papiere auf dem Schreibtisch liegt ein in Leder gebundenes Buch. Soll Max das Buch an sich nehmen? Ja. Max hat das Tome of Eternal Darkness erhalten. Und erhält damit alle Erinnerungen, die damit verknüpft sind. Und sofort spawnt ein großes Vieh von Xelotath. Als Max das Tome of Eternal Darkness hochhebt, fällt ein Brief heraus. Geschickt fängt Max den Brief auf, bevor er auf den Boden fallen kann. Aber bevor wir den Brief lesen, würde ich sagen, da sind ja unsere Bediensteten, die retten wir jetzt erstmal. Ah, ich sollte vielleicht nochmal speichern vorher. Kann ich jetzt natürlich nicht. Das war super. Kann ich hier noch speichern? Jawohl. Dann nehmen wir doch diese Variante. So. Und einmal raus. Oh, der haut uns ja. Dafür haue ich den Stuhl.
dazu. Wenn du mich haust, dann schlag ich dir den Kopf ab. Ah ja. Und da wissen wir schon, warum der uns haut. Aber der macht keinen Finalschlag, sondern er macht stattdessen erstmal eine Autopsie. In dem medizinischen Journal wurde ein neuer Eintrag vermerkt. Er kann in der Journaloption des Tome eingesehen werden. So, jetzt erklärt er uns, wie die Autopsien funktionieren. Das ist jetzt hier, wo wir die Cinematiken nachlesen können. Können wir auch stattdessen Autopsien ansehen. Diese Kreatur schützt sich durch das Tragen menschlicher Haut. Und oben steht noch, Destroying its head kills the creature instantly. Also wenn man ihr den Kopf abschlägt, stirbt sie sofort. Das ist der Xelotaph-Fledderer. Xelotaph, weil er eben grün ist. Also dieser Gegnertyp nennt sich Fledderer und wir können ihn jetzt mit dem Finalschlag entsorgen. Zu Xelotaph zurückschicken. Dann kommt aber der Große hier. Der da hat Angst. Und lässt ihn auch durch. Da haben wir die drei Köpfe abgeschlagen. Einmal von hinten oder ich sag dreimal von hinten. Und eine magische Rune gefunden. Und den Spruch erkennen entdeckt. Das ist nämlich Narakath und Red Gomor. Natürlich können wir den auch mit anderen Ausrichtungen als Ulioth sprechen. Dann autopsieren wir mal dieses Wesen und erfahren dessen Namen. Finalschlag drauf und dann lesen wir mal eben nach. Das ist dieses Wesen, nennt sich Grauen. Die Augen sind die Schwachpunkte dieses Wesens. Achso, ich dachte immer, das sind Köpfe. Das sollen also drei Augen sein. Diese Kreatur ist eher auf ihre Sehkraft als auf ihr Gehör angewiesen. Ah, deswegen kann man es auch von hinten so gut besiegen. Nun gut. Okay. Ich glaube, das war ein Bug, dass in dem vorherigen Eintrag der eine Text nicht übersetzt war. Wir müssen schnell hier durchgucken. Ich war mir nämlich sicher, dass hier noch ein Fledderer ist. Naja, egal. Gucken wir uns erstmal den Brief an. Das ist der Brief Nummer 3. So, vielleicht warten, bis wir den Brief Nummer... Ich warte, bis wir den Brief Nummer 2 haben. Stattdessen speichere ich, was nicht geht. Ich bin mir noch sicher, dass hier noch ein Gegner ist. Okay, hier ist ein komisches Symbol an der Wand. Erstmal nehmen wir die Steinschusspistolenmunition. Die Tür wird scheinbar nachträglich gebaut. Wobei hier hinten ist... Guck mal, hier ist ein Bild mit der Tür. Das heißt, die muss schon gebaut sein. An der Wand hängt ein Ölgemälde, welches das Foyer des Anwesens darstellt. Max wundert sich, wieso der Künstler einerseits in einem klaren, realistischen und detailreichen Stil gemalt hat, andererseits aber einen Teil des Foyers falsch dargestellt hat. Komisch. Und hier sehen wir nochmal das Bild, was auch über dem Kamin hing, was uns nochmal eindeutig zeigt. Chaturga besiegt Xelotaph, Xelotaph besiegt Ulioth, Ulioth besiegt Chaturga und Mantorok ist dort in der Mitte. So, da ich das jetzt schon erklärt habe, brauche ich den Text nicht mehr vorlesen, der natürlich noch vager gehalten ist als das, was ich gesagt habe. Gucken wir mal zum Fenster raus, das ging. Das kalte Mondlicht bahnt sich seinen Weg durch die verschmutzten Fenster. Obwohl die Bediensteten das Haus jeden Tag putzen, scheint es nie richtig sauber zu sein. So, als sei die Natur des Hauses an sich befleckt. Ich wollte mit dem Herrn reden. Mit vor Furcht weit aufgerissenen Augen, den Kopf panisch nach rechts und links bewegend, so als wolle er sehen, ob ein unsichtbarer, diabolischer Verfolger hinter ihm sei, schreit er: Sind Sie blind? Sehen Sie es nicht? Ja, irgendetwas sehen wir nicht. Ein Trapper. Gegen die können wir natürlich die Pistole nehmen. So.
ein Bediensteter, der mir übel gesund ist. Was haben wir hier? Ein Knüppel. Auf einem Fass in der Speisekammer liegt ein Pumpenschwengel. Wie kommt er hierher? Ja, Knüppel, Pumpenschwengel ist ja alles das Gleiche. Können wir mit ihr reden? Oder greift sie uns auch an? Sie geht einfach nur weg. Wir hören natürlich Stimmen und andere komische Geräusche. Okay, dann wollen wir doch mal nachladen. Nix mit der Munition. Oh, kann keine Waffe laden, die nicht bereitgehalten wird. Gut, dann müssen wir sie erst nehmen und dann mit der Munition mixen. So, und das müssen wir jedes Mal machen, wenn wir neu schießen wollen. So, ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir speichern können. Jawohl. So. Machen wir das so. Oh, da ist noch ein Codex, stimmt. Das ist Chaturga. Die rote Rude. Die rote Gottheit. Kommen wir doch hin? Nein. Ach doch, das ist die Speisekammer. Da waren wir schon. Okay. Wir haben einen Erkennenzauber. Und hier ist ein grünes Symbol. Und wir wissen, dass wer grün besiegt. Schauen wir nochmal rauf. Das ist nämlich rot. Das heißt, wir sollten wohl den Erkennenzauber auf Rot sprechen, was wir noch nicht können, weil wir haben die rote Rune noch nicht gefunden. So, jetzt bin ich wieder etwas blöd. Ich weiß mich nicht, tatsächlich nicht, wo wir schon waren und wo nicht. Ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal alle Räume ab und gucken, ob da irgendwas ist. Wahrscheinlich ist es der letzte, in den wir gucken, aber egal. Also hier waren wir eben gerade. Da haben wir einen der Bediensteten besiegt. Wir haben hier Steinschussmunition genommen. Und hier in der Mitte war die Chaturga. Warte, ist da irgendwas weiß? Na, das war nur hier Schatten bzw. Licht. So. Dann gehen wir hier weiter. Gehen hier rein. Hier waren wir auch. Bin ich mir ziemlich sicher. Gehen weiter in die Richtung. Das ist nur das Speisezimmer. Das ist noch, wo ich gesagt habe, hey, hier ist es ja viel heller als in dem anderen. Und hier war der Kamin mit dem Geheimgang. Genau. So, hier ist auch nichts mehr. Erkennt man sehr gut daran, dass hier nichts mehr leuchtet und blinkt. Das ist ja, das Spiel hebt dir ja alles hervor, was du sehen musst, um weiterzukommen. So, dann. Ich bin eben verkehrt rumgelaufen. Wurscht. So, gehen wir hoch. Nochmal die Treppe hoch. Und da werden wir wieder angegriffen. Nein, wir wissen ja mittlerweile, wie wir damit umgehen müssen. Einfach den Kopf ab. Und dann nochmal drauf. Das war's dann. So, die meinte ich eigentlich. Ich glaube, die war letztes Mal, wo ich gespielt habe, unten. So, wir gehen hier rein. Und gehen weiter hier den Gang entlang. Ja, jetzt gehe ich hier so rum, jetzt gehe ich die andere Richtung entlang. Und da blinkt ja, da blitzt ja was. Das habe ich vorher nicht gesehen. Schauen wir mal da. Ein Umschlag, der hinter das Podest gefallen ist. Oder dort versteckt wurde. Die Ungeduld angesichts dieses Fundes kann aber das Gefühl, dass etwas nicht stimmen könnte, nicht überdecken. Dieses Gefühl, dass etwas Böses auf seine Chance wartet. Und natürlich soll Max den versiegelten Umschlag an sich nehmen. Und da kommt noch so ein Spiel. Aber wir wissen nicht, wie wir da hingehen können. Einmal weg. Und jetzt wissen wir auch, warum das Fenster anders aussieht. Nämlich ist das hier kaputt gegangen. Ich kann jetzt nicht hier irgendwie raus, das draußen noch angucken. Schade. Aber das ist vielleicht, das ist der versiegelte Umschlag. Den machen wir mal auf. Ein Umschlag, der mit einem geschmolzenen Wachsklumpen versiegelt ist. Eine sonderbare Rune ist in dem Wachs erkennbar. In dem Umschlag scheint sich etwas Schweres zu befinden. So, die Rune. Das Wort Rune ist nicht nur blau geschrieben, sondern die Rune ist auch blau. Das ist natürlich Uliaoth.
In dem Umschlag befindet sich ein Brief, der an einen der Berater von Maximilians Vater gerichtet ist. Und der Kellerschlüssel. Das ist der Brief Nummer 4. Das gibt es ja nicht. Kein Brief Nummer 2, aber den Brief Nummer 4. So, die Tür kriegen wir natürlich noch nicht auf. Wir haben den Kellerschlüssel gefunden. Remember me, Alex. How can I forget you, Grandpa? You've always meant the most to me. Ever since my parents died. Yes. Ever since they were killed. You've been my little girl. Yes. My little girl. This isn't really happening! Und das war auch irgendwie kein bisschen bedrohlich. Der klang eigentlich eher wie irgendein Pädophiler oder so, der sich gleich an sie heranwerfen möchte. So. Ja, das ist genau, das ist der Raum, in dem wir angefangen haben. Mal einmal im Kreis laufen, gucken, ob da irgendwas ist. Nein. Dann wollen wir doch mal hier nochmal durchgucken. Okay. Wird wohl auch eine Halluzination sein. Das ist nicht unüblich, dass ich hierher gehe und immer wieder alle Räume absuche, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Weil üblicherweise hat sich einfach irgendwo irgendwas verändert und dann... This isn't really happening. So. Er ist auch schon ziemlich mitgenommen. Sieht man da auch, der grüne Balken ist... Ach, ich weiß was. Ich könnte ihn auch mal ein bisschen aufladen. Dabei einen Schluck trinken. Leute, wenn ihr noch nichts getrunken habt, jetzt ist der Zeitpunkt. Oder jetzt ist er gewesen. So. Was haben wir hier? Das ist ja wohl eindeutig eine Halluzination. Auf dem Tisch liegt was. Da ist ein Vieh mit einer Rune in der Halluzination. Was liegt hier denn? Nicht welche Farbe der hat, aber wir wissen, sobald wir es schaffen, hinter ihn zu kommen. Der ist schnell, der ist sehr schnell. Aber wir müssen hier nur die drei Augen abschlagen. Dann ist er alles schnell gewesen. So viel zu dem Thema. So, und mein neues Handy hat gerade eben gesagt, dass der Akku langsam schwach wird. Ich habe das jetzt mal ausprobiert und endlich kann ich das wieder den ganzen Tag laufen lassen, bevor es... Ja, war leider halt nur eine Halluzination. Naja, gucken wir mal, vielleicht haben wir die Items trotzdem. Ja, da ist er, Brief Nummer 2. Da haben wir ihn doch, schauen wir mal. Ein Brief, in Panik geschrieben und mit Tintenklecksen übersät. Mein Freund. Dieses Anwesen wurde von den Alten aufgegeben. Trotzdem fürchte ich um meine sterbliche Seele und werde es nicht wieder betreten. Ich rate dir, es ebenfalls zu verlassen. Nimm das Buch mit. Es ist ein mächtigeres Werkzeug, als du glauben magst, und wird die Kräfte zu unseren Gunsten lenken. A. Roivis. So, dann können wir jetzt auch die Nummer 3 lesen. Ein Brief in fast unleserliche Handschrift geschrieben. Mein Freund. Genau wie ich es vermutet habe, liegen die Ruinen von Enga, die zerstörte Nekropole, tief unterhalb des Anwesens. Die verdammten Diener von Xelotath sind mir so nah, dass ich sie wispern hören kann. Im Boden ist ein geheimer Zugang eingelassen, durch den wir Einlass in die Stadt haben. Ich flehe dich an, nimm dir ein paar Männer zu Hilfe und versiegle den Zugang, oder besser noch, zerstöre den verfluchten Ort. Ich habe etwas versteckt, das dir weiterhelfen wird. Es befindet sich auf höherem Niveau. Schaue ins Licht und du wirst es finden.
Ich wollte, ich könnte an deiner Seite sein, aber mein Zustand verschlimmert sich mit jedem Tag und ich weiß, dass mir noch nur wenig Zeit bleibt. AR. Ja, ich glaube, das haben wir schon gefunden. Das dürfte der Kellerschlüssel sein. Und jetzt kommt der Brief Nummer 4. Der ist hier. Ein Brief in zittriger Schrift geschrieben lautet: Geschätzter Freund, wie ich es erwartet habe, kommen die Kreaturen unserem Geheimnis immer näher. Es scheint, als wollten sie das Buch zu ihren eigenen Zwecken benutzen und uns den Besitz streitig machen. Ich habe Vorkehrungen getroffen, damit der Schlüssel unberührt von ihresgleichen bleiben wird, wenn du in ihre Klauen fallen solltest. Der Umschlag, in dem sich der Kellerschlüssel befindet, ist mit einer zerstörerischen Magie versiegelt. Sollte jemand, der nicht auf unserer Seite steht, versuchen, diesen Umschlag zu öffnen, so wird die Magie freigesetzt. Schmerz, Leid und ein heftiger Angriff auf den Verstand sind die Folge, falls noch etwas Verstand vorhanden ist. Erledige die Aufgabe schnell. AR. Ja. Und damit würde ich sagen, beende ich die heutige Folge und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, miau.